So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Multiplayer in Need for Speed Most Wanted 2012. Mein Partner ist ein Yannick. Kann man bestimmt lesen. Vielleicht, ja. Wenn man es kann, dann kann man es lesen. Ja, wir haben momentan zwei gleichwertige Autos. Ob das so bleiben wird, mal gucken. Das bleibt so. Aber du hast noch nicht alle Upgrades freigeschaltet, deswegen weiß ich nicht. Ob das so bleiben wird. Du hast eine Speedlist vorbereitet? Eigentlich nicht. Hast du irgendeine Speedlist schon mal zusammengestellt? Springen in 2 Life haha und Sportwagen Speedlist. Also kurz gefasst, Geschmarri. Wir machen das jetzt einfach, ich kann's abbrechen, wenn es langweilig wird. Das ist Geschmarri. Er ist einfach nur Müll. Aber auch wiederum irgendwie gut. Naja. Ist keine Beschränkung, ne? Nein. Also wird's ungleich bleiben. Also nee, ungleich, wir ungleich werden. Aber für den habe ich noch keinen Sprungnitro. Hä? Für den habe ich noch keinen Sprungnitro. Tja, ich auch nicht mit dem, also. Ist voll beschissen zum Springen. Ich weiß nicht. Bleib ab, bitte stehen, Junge. Lass uns halt wenigstens zwei gleichwertig gute Fahrzeuge nehmen. Bugatti Hennessy. Du hast Bugatti, oder? Ich hab Bugatti, ja. Ja, dann nehmen wir halt den. Dann bleib ab, bitte stehen, Junge. Du ziehst den Spart. Gleichwertige Autos. Ja, ich hab gelenkt. Ich bin grad so schlecht, ne? Im GTR kann man nicht so gut driften. Denkst du im Bugatti? Hat mehr PS, wodurch die Reifen leichter durchdrehen würden, also kann ich es mir schon vorstellen. Ich bin echt so schlecht, ich weiß nicht warum. Moment. Kann ich eh nicht fahren. Ich soll ja warten, ne? Ich kann nicht driften. Ich soll ja warten, ne? Ja. Das klingt irgendwie peinlich, du ziehst mich voll mit dem GTR ab, wie ich mit Bugatti bin. Du hast Bugatti. Oh. Ja. Noch ein Hennessy. Gleich. Aber wenn es interessiert, wir müssen jetzt zum Flughafen fahren. Und den Flughafen bekommt man nur durch ein Pack, ne? Ja. Kriegt man für 15 Euro auf Origin. Außer wenn Angebot ist, aber. Ich finde, es lohnt sich auch eigentlich nur, wenn es im Angebot ist. Ich hab schon nicht gut ein Angebot. Ich mir schon, für 10 Euro war es da im Angebot, habe ich. Ist mir einfach mal geholt. Ich hab schon mal geil in den Schlüssel kann, ne? Jo. Das ist so laut hier was im Tunnel. Was war das gerade für Scheiße? Okay, jetzt werde ich mein angemessenes Fahrzeug eintreten in eins. Hat mir gerade das Wort gefehlt, ey. Einsteigen. Es kann sein, dass ich gerade falsch fahre. Wo bist du denn? Ich bin hier bei... über die andere Rampe gesprungen. Okay. Wow. Jo. Hab ich dich fertig gemacht. 5, 6. 6 Mal habe ich mich überschlagen. Dann schreckt das Lenkrad. Was? Dann schreckt das Lenkrad. Ja, das hört man wahrscheinlich. Ja, das ist das Alter, Gott, hier oben. Keine Ahnung. Ich mal gucken, das voll los. Ach, geil. Und der Lauf ist gerade richtig ruhig. Oder, Lauf, du bist gerade richtig ruhig. Ja. Hallo. Du, Homo.
Wenn ich gerade so ruhig war, da muss ich jetzt richtig Rabatz machen. Oh, sofort Takedown. Komm doch mal her. Ich hab keinen sofort Takedown. Ich schon. Nee, jetzt hören wir auf mit Takedowns. Du hattest eine Rache. Ja, jetzt ist es sofort. Ah ja, doch, ist noch aktiviert. Noch ist es aktiviert. Ich frage mich gerade, welcher lebensmüde, kranke Vollspaß das machen würde. So zu springen, ne? Erstens das arme Auto, zweitens der arme Fahrer. Drittens der arme Turbo. Fick dich, ich gebe sogar eh nur wegen dem Hennessy. Also Bugatti ist jetzt auch nicht gerade langsam. Jetzt machen wir eine Challenge, Massaker gegen Massaker. Na gut, können wir machen. Die Chevrolet, die Camaro sieht doch auch, glaube ich, zum Massaker, ne? Hm. Ja, nämlich die Wagen. Ich muss erst meinen Wagen auswählen. Ein Massaker, dann nehme ich doch die Viper. Du nimmst die Viper. Hm. Die komme ich gar nicht an mit dem Chevrolet. Werden wir ja sehen. Für die habe ich, glaube ich, nur Energieschub Nitro freigeschaltet. Verwende ich das auch. Wow. Wow, ich sollte mal hier achten, wann der Sprung kommt. Ja, ist klar. Während des Sprungs baue ich mein ganzes Auto um, ey. Was zählt denn eigentlich nochmal zum Dings, dazu Massaker? M3. Challenger, der Porsche mit Panorama Turbo, ne? Nein. Egal. Egal. Hat Kraft, hat Muskeln, ist ein Muscle Car. Basta. Ja. Ich bin trotzdem schneller. Ich verschluss einfach mein Eishockey in die Regeln. Ich springe einfach mal eiskalt 120 Meter weiter als du. Puh, das war knapp. Und noch mal. Dreirad, was in Deutschland verboten ist. Jetzt habe ich zu spät gezündet. Die Challenge ist so hobbylos. Ach nee. Ich mach mal SUV gegen SUV. Mit SUVs. Ja. Wenn's da meinst. Ach, der Porsche zählt ja zum SUV, oder nicht? Nein. Mehr. Nur der Land Rover und der Raptor. Sonst keiner. Warte mal, Land Rover sind. Ja, ich nehme Land Rover, weil das ist ein bisschen der Geschwindigkeit. Raptor. Hm. Bin ich mir bei mir gar nicht so sicher, weil ich habe meinen Raptor schon ziemlich hoch gebaut. Dann nehme ich. Ich weiß nicht, komm. Ich guck mal schnell, was für Leistungsdaten der Raptor hat. Wo ist denn hier der liebe Land Rover? Da. Range Rover, wie man ihn nennen will, halt. Auf jeden Fall ist die Karre nichts für kleine, hier Dings da. Oh. Mal gucken, wie der Land Rover im Vergleich ist. Beschissener. Okay, ich spring mit dem. Ich spring jetzt mit einem 2-Tonnen SUV. Und zwar über 200 Meter weit, hoffe ich mal. Was ist das? Ist das der Raptor? Ja. Ja. Ja, 290 Meter. Mit dem SUV. Schafft das mal in echt? Okay, gerne, aber danach fährt die Karre halt immer.
Und nochmal. Hui. Hallo. 330 Meter. Ich bin so aufgefallen. Jetzt darf hier sein Lieblingsauto ausspielen, außer Hennessey. Okay. Weil Hennessey ist schon wieder zu stark. Hennessey ist, glaube ich, auch der einzige, wo ich Sprungnitro freigeschalten habe. Deswegen. Na, mal schauen, was ich da... Ja, Leute, die Challenge ist immer noch hobbylos. Ja, aber mein Lieblingswagen ist halt nicht unbedingt der schnellste Wagen. Will ich gerade, was ist überhaupt mein Lieblingswagen? Also Audi... Das ist der hier. Audi R8 an sich finde ich ja geil, aber den R8 Spider finde ich irgendwie nicht so geil. Ich hab einen Platten. Was fällt dir ein? Ich hab einen Platten. Das hier ist meine Lieblingskarre. Mhm. Aventador. Muss mal gucken. Ja, dann nehme ich jetzt Königsegg einfach, weil ich dich dann platt mache. Ist ein König schneller als ein Bugatti? Ich sag mal nichts. Ich kann mich halt gar nicht aushalten, was ich nicht tun soll. Alter! Fährst du jetzt immer noch Aventador oder bist du mittlerweile in Bugatti umgestiegen? Rat doch mal. Du bist in Bugatti. Da kommt was geflogen. War richtig fest, wir nehmen schon wieder 12 Minuten auf. Wie lang soll es denn ungefähr werden? Ich kann mindestens bis 15 aufnehmen. Weil mein Handy kaputt ist, kann ich dann nicht meine Videos länger machen. Außer ich benutze auch meinen alten Kanal und bin versucht irgendwie umzubinden, wenn es geht. Also das verstehe ich jetzt gerade nicht. Mein Handy ist so kaputt, ne? Ja, das verstehe ich. Man kann dann so eine SMS an deinem Handy schicken, damit du länger als 15 Minuten aufnehmen kannst. Hat das was mit dem Aufnahmeprogramm zu tun? Nein, es hat allgemein mit YouTube was zu tun. Okay. Dann verstehe ich es nicht. Ja, Mann. Was hat dein Handy mit YouTube zu tun? Du musst ein Code schicken, damit, also jetzt weiß ich es wieder, daran erinnere ich mich noch. Ja, das geht halt bei mir nicht, außer du würdest es machen. Moment. Ja, dann kannst du ja die Folge irgendwie in zwei Teile splitten oder so. Da kann ich länger aufnehmen. Da musst du jetzt einfach kurz vor 15 Minuten eine Pause. Und dann gleich wieder los. Können wir eigentlich jetzt schon machen, ne? Wir sind gerade bei 13:37. Ja, und? Wenn wir es gemacht haben, ist hinter uns, so. Ja, okay, dann will ich mal meinen, bis gleich, ja, ne? Ja, bis gleich. Also eigentlich musst du sagen, bis zum nächsten Mal. Weil du wirst das jetzt, was wir hier gerade eben bis jetzt aufgenommen haben, ja als einzelne Folge hochladen. Ich lade ja aber noch ein bisschen zweimal hoch. Also gleich zwei gleichzeitig, okay. Ja. Ja gut. Mach wie's willst. Und jetzt nochmal oder was? Was? Und jetzt nochmal wieder starten oder was? Ja. So Leute, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Und ich gewinne mal wieder. Immer noch. Seid schon immer. Oh, hast du dich überschlagen? Wenn der Bugatti crasht, musst du immer so ein bisschen Spoiler. Ich gibt das natürlich. Du Erdbeersoße! Wow! Alter! Also ich hab dich gerade nicht berührt. Ich dich schon! Auf jeden Fall hab ich Kannst du mal mehr reingucken? Also ich hab dich nicht berührt.
Ich bin nicht schuld, das war dein Internet. Oder meins. Ich hab gutes Internet. 70k. Ich hab besseres Internet. 70k Leitung. Geh mir einfach nicht auf den Sack. Lass mich in Ruhe. Ah. Geil. Ich hab roten Talib und ich hab Leichtbau Pro. Schauen, was wir jetzt für eine Weite schaffen. Problem ist, ich überschlag mich in der Luft. Deswegen irgendwie kann ich nicht weiter als 430 mit dem König 6 fliegen. Ich fahr mal ein anderes Auto, du bist mir schon wieder zu schnell. Ich mich darüber ärgere, dass ich nicht weiter als 430 Meter mit dem König 6 springen kann. Ist die Speedlist jetzt endlich vorbei? Ja. Okay. Ja. Dann machen wir, wenn wir jetzt noch überhaupt eine machen, dann machen wir eine richtige. Ja, aber wenn wir jetzt eine richtige Speedlist mit Rennen machen, dann wird die Folge, glaube ich, zu lang. Ich habe ja schon mal Multiplayer-Folgen aufgenommen und da hat eine Speedlist ungefähr so lange gedauert wie ein Video. Und das Video ist über 20 Minuten lang gewesen. Sagen wir, dann machen wir jetzt noch zwei Rennen oder so. Kleine Rennen. Wir müssen nicht unbedingt, wer der Sieger ist, machen. Wir können doch nur Dings da so in der Stadt einfach holen. Nee, das geht ja auch nicht. Wir machen Autobahnrennen. Okay. Aber dafür musst du anders aussehen, weil du wiederum schneller bist. Okay. Fick dich. Fick dich. Wirklich. Okay, hab ich Vorsprung einfach. Nee, ich nehme anderen. Einen nicht so schnellen. Aber ein Gripmonster. Gott, ich bin zum Sport, Buben. Wo bist du? Auf der Autobahn nützt mir der Grip wahrscheinlich einen Scheißdreck. Aber ich probier's. Oh, ich schiebe schon mein Ding hier. Jo, ist nicht verstanden. Wow, haben wir eigentlich gerade? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich muss mich um alles selbst kümmern. Das ist nicht ganz witzig. Sieht so aus, ne? Ich fahr mal Richtung Autobahn. Mach doch. Was für ein Auto ist jetzt genommen? Pagani Zonda R. Cinque. Nein. Schade. Gibt's nicht. Sowas existiert nicht. Jo. Bist du gerade gechillt gefahren oder hast du gerade deine Höchstgeschwindigkeit gemacht? Ich bin gerade gechillt gefahren. Ich fahre nicht gechillt. Das konnte ich aus deiner Geschwindigkeit herauslesen. Ja. Das erste Mal, dass ich überhaupt gelesen habe. Stopp. Wow. Cinque. Komm wieder hoch. Okay, wir machen. Hier ist der Start. Ne? Und hier ist Ziel, oder was? Einmal die ganze Autobahn abfahren. Warte, bist du schneller als ich? Nein. Bugatti hat mehr Tops wieder als der Zonda. Okay. 3, 2. Warte. 3, 2. Homo. Was machst du da? Ich hab euch Go gesagt. Oh. Eiskalt. Also wie knapp. War so geplant. Okay. Solche Menschen sind dir. Solche Menschen sind mir am liebsten. Alter, das ist geflogen bei mir. Das war jetzt so nice. Wäre das jetzt im echten Leben, hätte ich den, glaube ich, um mehrere Millionen
Euro verklagt. Ja, okay. 3, und ins Gefängnis gesteckt und dort erschossen. Ja, richtig, ich kann gleich sagen. 3, 2, 1, go. Ja gut, Allrad. War gar nicht schon da. Auch ohne Nein. Ja, Pogani-Zon, der R ist das. Nicht der Cinque. Also, aber da hat deiner mehr, viel mehr Gewicht als meiner, ne? Was? Da hat deiner viel mehr Gewicht als meiner. Bitte? Der Bugatti wiegt 2 Tonnen. Ich wieg vielleicht, keine Ahnung, 1,4 oder so. Ich hab mich gerade selber gedreht, also. Mhm, okay. Mein Wagen ist komplett aus Carbon. Also jedenfalls die äußere Hülle. Meiner aus Metall, ne? Mhm. Du hast den V16 Motor, der wiegt ordentlich was. Und du hast Allrad. Das wiegt auch was. Was hab ich? Allrad. Und für Twin-Turbos. Ja. Ich ändere mal. Oh, scheiße, ey. French Connection. Kurzgetriebe Pro bringt mir gar nichts beim Autobahnrennen, ey. Oh, yo. Wow, ich rausche hinterher. Den Wagen habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du hängst irgendwie an der Wand fest oder so. Jo, wie ich einfach im Alter, wie ich gerade geflogen bin. Wow. Ich bin gerade auch fast von der Brücke runtergesprungen. Wird Zeit für Kurvensektion. Ja, auf Geraden kannst du viel zu viel gut machen. Und du an den Kurven. Ja. Ja, Kurven muss man auch fahren können. Ob ich das tue, sei mal dahingestellt. Ah, die Map muss nachladen. Sehr schön. Okay. Also jetzt werde ich angehalten, weil die Map nachladen musste. Wie unfair ist das denn? Hashtag 3,4 GHz, das ist das. Was? Nix. Ich hab gerade gleich. Ich hab echt eine richtige Gerade. Ja, scheiße. Warum nimmt ich einen Cinque, auch wenn es den nicht gibt? Genau deswegen. Ich könnte auch den Huera nehmen, aber ich hab Bock auf Zonda. Ich kann auch gleich einen Lamborghini, Gallardo, Spalettiera. Gibt's ja auch nicht. Alter, was hat Mauer. Das für Autos? Hä? Was hat das Spiel denn für Autos? Nen Aventador. Ja komm, und ein Galar. Und ein Hennessy. Hennessy ist riesig. Ich glaube, der Tunnel ist zu laut. Und ich glaube, der hat eine übelste gerade auf der Brücke. Oh ey. Verkehr, ne? Ich glaube, du hast auch gleich verloren, weil ich hab eine richtige gerade auf der Brücke, wenn du die kennst. Ja, kenne ich. Aber da ist auch ein Sprung dabei. Alter Schwede, Mauer. Ja, da hat mich auch gegen gefahren. Okay, so lange ist die gerade auch wieder um mich. So gerade ist sie auch wieder um mich. Mhm. Wir 10 Minuten nehmen wir auf. Scheiße, ich stecke hier fest. Geh mal weg. Mist. Hast du auch eine gute Zeit gebaut? Ja. Aber mit einem Auto. Ich mit der Wand. Uhuhuhu. Ich glaube, du wirst gewinnen. Warum? Weil du Topspeed hast. Warum habe ich jetzt plötzlich Topspeed?
Ich hab meine nicht auf Höchstgeschwindigkeit gemacht. Ja, ich auch nicht. Ich hab Seriengetriebe drin. Bei meinem Pagani Zonda R. Team Crash. So, ich bin fertig. Toll. Weh, du rastest in mich rein. Ich raste erstmal noch ein Zivi-Auto. Kann sein, dass es bei dir ein bisschen leckt mit Aufnahmen oder so. Was? Kann sein, dass es bei dir ein bisschen leckt? Nö. Dann kommt da angefahren. Ja. Ja. Ich bin natürlich auch, wie sich's gehört, die ganze Strecke mit dem Pagani gefahren. Also, Top Speed zählt auf einem Rennen auf der Autobahn scheinbar doch. Kann möglich sein. Aber im Tunnel habe ich auch echt viele Unfälle gemacht. Ich doch. Da habe ich richtig gerade krass hart abgekackt. Aber auf der Brücke habe ich dann richtig Top Speed bekommen. Ja. Auf der Brücke. Ja, auf der Brücke habe ich zum Hennessy gewechselt, deswegen. Ups, scheiße. Da konnte ich, ja. Hihi. Das ist irgendwie so ein kleines Kind, wäre jetzt gerade wie so ein kleines Kind an einer. Hihi. Hihi. Trotz dass ich zum Hennessy gewechselt habe, hat es mir nichts gebracht. Ja, wir nehmen ja schon gerade wieder 12:30 auf, ne? 12:30. Mhm. Also ich nehme seit 26 Minuten und 55 Sekunden auf. Und würde ich mal meinen, das war's erstmal, oder? Ja. Jo, komm, wir stellen uns doch nebeneinander. Wir haben nicht den Arm Infinity. Okay. Hast du es mal bald? Gut. Okay. Das war's erstmal für heute. Wir sehen uns das nächste Mal und wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr like das? Oder ein Abo oder ein Teilen oder ein Favorisieren oder sonst was. So, mal wieder schwer. Ja, genau. Ja. Ja, dann würde ich mal meinen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.